Willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry 5. In der letzten Folge haben wir Jacob erledigt und müssen jetzt zu seinem Bunker. Dem haben wir ja schon den Schlüssel abgenommen. Ich weiß gar nicht, liegt der da wohl noch? Das war ja irgendwo hier vorne. Nö, er lag hier. Jetzt ist er weg, würde ich behaupten. Ja gut. Ich meine, der muss hier jetzt auch nicht alles voll stinken. Ich muss immer so ein bisschen das Mikrofon beobachten, damit das nicht wieder zu stark überpegelt. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Heli und damit fliegen wir da jetzt hin und machen da ein bisschen Radau. Ich weiß ja immer noch nicht, wo das Resident Evil Haus ist. Was irgendwie kann es halt schon sein, dass das irgendjemand so aus Fake News geschrieben hat. Ich hab mich ehrlich gesagt auch nicht bemüht, dem Ganzen irgendwie nochmal nachzugehen, aber das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und, ja, so ein paar Sachen will ich halt hier allgemein noch machen. Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich nochmal einzeln auf einzelne Nebenmissionen eingehen. Da bin ich mir noch ziemlich unsicher. So ein paar können wir uns dann ja noch angucken, aber manche sind halt eben einfach absolut unverständlich. Naja. Ich bin dann auch noch gespannt, wie das dann ist mit Joseph. Wir haben jetzt Jacob umgebracht und jetzt kommt ja bald dann Joseph. Das wird interessant. Naja. Da vorne ist schon der Bunker. Da werden bestimmt wieder ein paar Leute vorstehen. Und das Ganze wird bestimmt auch schon wieder ordentlich Radau machen. Da bin ich mal gespannt. Boah, ich habe von so einem komischen Lied so heftig einen Ohrwurm, ne? Es ist richtig schlimm. Ihr Bitches. Ist hier jetzt noch irgendjemand? Traut sich noch irgendjemand hier hin? Sieht nicht danach aus. Da ist nichts drin. Na, das wird jetzt interessant. Wir haben nicht ganz so viel Munition. Das finde ich nicht ganz so nice. Die Kameras können uns zwar nichts, aber das fand ich irgendwie gerade lustig. Ist hier irgendjemand drin? Ups. Komm schon. Ach, den hätte ich doch locker fünfmal getroffen. So. Hoppala.
Ich wollte eigentlich die Schrotflinte rausholen. Ja, ich habe Nerven, also das muss ich gestehen. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwo jemand ist. Ich meine, guck mal, ich habe euren Anführer jetzt schon ausgeschaltet. Dementsprechend sollten die eigentlich mal zusehen, dass die hier schnellstmöglich wegkommen. Von hier kam ich gerade. Only You, ja, das war irgendwie, glaube ich, sein Lieblingslied, habe ich das Gefühl. Hier, wir müssen da irgendwie wieder zurückkommen. Hier rum geht's, glaube ich, am schnellsten. So. Hier scheint sogar noch nicht mal jemand drin zu sein, als ob die das Ganze einfach so verlassen. Und ich so denken, ist ja lustig. Geh weg, Bitch, wie hier einfach so Fleisch rumliegt. Da hat sich jemand Eier gemacht und ein Toast. Mensch. Und überall so richtig so Diner-Style auf dem Tisch. Hier ist doch irgendwo jemand drin. Als ob die sich so dachten, ich bleib hier einfach mal draußen und wir positionieren hier gar keinen, der aufpassen muss. Das macht Sinn. Die Aufnahme läuft noch gut. Was zum Teufel? Wieso ist das hier? Ach so, das soll so eine Möchtegernkirche sein. Okay. Erstmal fett Munition am Verschwenden. Oh Gott, ist das cringy. Lest es euch wieder gern selbst durch. Ich stehe auf den Kram eigentlich eher nicht so. Ich mag den nicht. Da noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Das Ding wird hier halt nicht umsonst stehen, ne? Nö, hier scheint niemand zu sein, sonst hätte die Person das gehört. Okay, wer auch immer bei dem ist, wir sollten eventuell schnellstmöglich versuchen, dahin zu kommen. Du blödes Miststück. Hier, viel Spaß damit. Das war ein Wurfmesser. Ja, gut. Oh. Hoppala. Oh Mann. Und die ganze Zeit juckt's irgendwo, genau dann, wenn einfach irgendwie so ein Gegner vor einem steht. Das ist doch nicht in Ordnung. Okay. Hallo. Was ist das? Ich habe mir übrigens immer noch nicht dieses eine Ding geholt, was ich haben wollte. Das für um Autos und so zu reparieren. Bitte halt die Klappe.
Boah, sah der strange aus. Wir machen mal alle auf, einfach nur für den Fall der Fälle. Die wollten hier wohl ihre Kackwölfe züchten. Und einige haben es wohl nicht überlebt. Verstörend. Eskalier halt komplett. Das würde ich auch mal behaupten. Na, ob das so gesund war, halte ich für ein Gerücht. Oh fuck. Genau so jemand kommt hier jetzt genau natürlich runter. So. Das hat geknallt. Diese Bratzen sind hier halt einfach überall. Wie kommen wir hier jetzt raus? Ich denke mal oben rum, oder? Ich hätte die noch ausnehmen sollen. Das wäre intelligent gewesen. Kommt er? Er chillt einfach unten. Dann nehme ich die noch kurz aus. Ich hätte gerne die Munition. Dankeschön, 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 Dankeschön. Euren Flammenwerfer könnt ihr soweit behalten. Der ist relativ unnötig. Ich hoffe mal, dass er mitkommt. Nein, da schießt keiner auf dich. Chill mal. Alles gut. Alles gut. So. Wie ich schon gesagt habe, alles gut. Er ist auch da. Oh. Oh. Kommst du dann mal? Kannst du ihn eventuell mal treffen? Ups. Ja. Wieso denn nicht?
So, jetzt gehe ich mal wieder auf das Gewehr und gucke, dass ich hier noch ein bisschen was an Munition rausbekomme. Den habe ich noch nicht. So, jetzt haben wir alle. Ich habe auch wieder. Okay, ich habe fast gar nichts an Munition. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr. Na gut. Ich meine, er hätte ja auch nicht so heftig eskalieren müssen, ne? Kommt er? Ich hoffe mal schon. Jetzt langsam merkt er, dass es ernst wird. Das war cringy, wie einfach so die Rotze aus seiner Nase kam und sie dann wieder so reingezogen wurde. Oh Mann, war das cringy. Ja gut, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Mittlerweile.
Da müssen wir da eigentlich nur noch hinfliegen, so ein bisschen Radau machen und dann war's das eigentlich schon. Okay. Ich bin gerade dabei, meine Maus neu einzustellen. Das machen wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt in Zukunft mit den, wie hießen die Dinger nochmal? Mit den Waffen handhabe, logischerweise. Es steht hier und ich kann es nicht lesen. Es ist schon irgendwie schlau, so eine Panzerfaust dabei zu haben. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber. Irgendwo. Es ist halt auch einfach unnötig. Ja, das ist schon nicht schlecht. Denn man weiß nie, wer jetzt kommt. So, und notfalls kann ich da auch noch Granaten und so einen Kram hinwerfen, dann reicht's ja auch. Einige Dinge habe ich leider, leider, leider immer noch nicht. Aber manche Sachen lohnen sich halt auch einfach nicht. Hier jetzt zum Beispiel für die Helfer irgendwas zu upgraden, ist halt eher irrelevant. Das finde ich an sich nicht schlecht. Ich glaube, dann machen wir einfach mal das hier. Dann können wir auch uns jetzt auch nur noch das leisten, weil das nur einen kostet. Das machen wir. Gut, wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich jetzt noch mehr kaufen. Wurfmesser, cool. Und kann ich jetzt theoretisch auch doppelt so viel. Das ist natürlich ziemlich gut. Gut, aber allgemein würde ich dann jetzt sagen, wir setzen hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann werden wir den ganzen Kram, denke ich mal, von der Story-Mission zu Ende bringen. Bis dahin.